An Schulen sollte sich etwas grundlegend ändern, radikal, ja? An den meisten Schulen. Manche sind ja schon auf dem Weg. Ich stehe nicht für eine Optimierung des Alten. Das überfordert die Menschen, dann kriegen sie noch was draufgepackt und das ist eine schlechte Energie, weil es davon ausgeht, ist noch nicht optimal, ja, wir sind nicht gut genug. Ich finde, Schulen müssen sich zusammensetzen, die Beteiligten, Bündnisse, Eltern, Lehrer, Schüler. Und wo wollen wir eigentlich hin? Handlungsmut entwickeln. Wir haben ja ein Handlungsdefizit, kein Wissensdefizit. Ja, wie kriege ich denn Handlungsmut? Dann können Sie sich was überlegen. Wie lerne ich an Herausforderungen? Wie lerne ich, handeln zu lernen, Verantwortung zu übernehmen? Wir haben zum Beispiel für dieses Erfahrungslernen ein Schulfach erfunden, das heißt Verantwortung. Alle Schüler in Klasse 7 und 8, 2 Jahre lang, suchen sich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt gehen Sie in eine Schule im sozialen Brennpunkt mit 97% Kinder mit Migrationshintergrund und 1. Klasse. Helfen. Ja? Die Kinder freuen sich, die hängen denen an Armen. Ach, schön, dass du wieder da bist, kannst du nicht jeden Tag kommen. Ja, und da findet so viel Berührung statt, aber auch so viel sinnhaftes Tun. Und das ist eine Win-Win-Win. Die Lehrer freuen sich, die Kinder freuen sich, die Lernfreude steigt, die Kinder fühlen sich gestärkt. Das ist dieses Projekt Sprachbotschafter, aber es gibt ja ganz viele andere. Oder ein anderes Format bei uns ist Herausforderung. Ich gehe 3 Wochen raus aus Berlin am Stück mit 150 Euro, zusammen mit anderen meistens, und suche mir eine individuelle Herausforderung. Und alle staunen, wozu Jugendliche mit 13, 14 fähig sind. Wird natürlich vorbereitet und die kommen anders wieder, geerdet, stark, haben sich als Team gefunden, mussten viele Herausforderungen leisten, manchmal auch ein Scheitern überwinden. Und das ist das beste Fach überhaupt, sagen alle, auch die Eltern. Beim ersten Mal haben sie manchmal Schiss, aber bei der zweiten Herausforderung nicht mehr.